cooldowner Verteidigung ist nicht cool. Überhaupt nicht cool. Now's your chance. Oh, ich mag dieses System. Dup, dup, dup. Bam. Und gleich nochmal. Kann er gleich zweimal machen. Wildes Gebrüll. Oh, ich stehe weg vom Gegner. Okay, macht nichts. Super. Feuerball. Schick. Das ist Golden Essenz. Das kleine Schätzchen kann all deine LP wiederherstellen. Und nicht nur das, es lässt dich auch einen Supertrick einsetzen, der keine MP verbraucht. Aber die Dinger bleiben nicht ewig da. Beeil dich und schnapp dir die Essenz, Olli. Erstmal hier. Sonst habe ich hier keine Chance. Okay. Ja. Come on. Flammenherz. Und bam. Okay, was jetzt? Enkai. Wir haben Ace, kleinen Bruder, gefunden. Oder so. Nein, Ace, dein Mensch, Venture. Ace Magie. Bam, bam. Sehr schön. Gleich zwei Stufen auf. Geist der Wälder. Oliver Stufe 5. Bla. Erlernt Trick Sandstreuer. Supi. Du hast deine Zeit über den Wächter des Waldes erhalten. Oh, es gibt Trivia. Super. Das ist immer schön, um in die Welt einzutauchen. Oh, jetzt haut er ab. Verdammt, das war knapp, Mann. Der Wächter, er ist zurück in den tiefsten Teil des Waldes. Glaubst du, er ist wieder normal? Kann ich auch nicht sagen, Junge, aber er hatte wenigstens nicht mehr diesen irren Blick drauf. Er wird sich wohl ein bisschen zurückziehen, um den klaren Kopf zu bekommen und dann kommt wieder ganz der alte Wächter sein. Was hat ihn denn so ausgeflippen lassen? Ausflippen lassen? Er war noch nicht etwa... Na klar war er das. Nur Shada konnte sowas tun. Wir sollten uns vorsehen, wenn wir das... Wenn wir andere Wälder besuchen. Wächter gibt's nämlich überall. Jedenfalls haben wir unsere Pflicht erfüllt. Das ist mal zurück zum ollen Baumheini, was? Klar, gehen wir. Der Gleichmut im Herz des Wächters des Waldes hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschalten. Oh. Du hast eine neue fantastische Geschichte erhalten. Okay. Dann wohl die Geschichte, wie er so wurde. Oh,旅の案内人となってくれるだろう。ストーン先生とでも呼んでおけば機嫌よくいろいろと教えてくれるだろう。そしてもう一つがトレビン。お前たちが求めておったものだな。これは人の心のかけらを入れる入れ物じゃ。抜け殻人を救うにはこのトレビンと心を受け渡す魔法が必要になる。 共に授けようぞ。長老様、ありがとうございます。おお、きちんとお礼が言えるいい子じゃ。それに引き換え。何ですの？ちゃんと言いますがな。ありがとう、ありがとう。相変わらずじゃの。まあよい。では行くがよい。それと少年よ。 たまにはここに戻ってきて、この長老に旅の話を聞かせてくれ。それが楽しみでここで待っておるからの。はい、長老様。ほな、行こうか。Super! Wir haben einen neuen Freund. あの門番を元に戻してやらんとあかんからな。うん。Okay. Der sprechende Stein kann jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Das ist die Fiole. Du hast eine Seite mit dem Zauberherz empfangen erhalten. Du hast eine Seite mit dem Zauberherz schenken erhalten. Okay. Ganz ruhig. Haben wir jetzt alles? Jetzt erstmal hier. Wir haben ja... Bam. Bam. Sandstreuer. Ein stechendes Staubwolke wird aufgewirbelt. Blendet einen einzelnen Gegner. Oh, das ist cool. Blenden scheint hier wichtig zu sein. So. Lebenslehren. Reden und Lauf. Ah, das ist nochmal das Tutorial, oder was? Ja.
Kreaturenkompendium, alle. Oh, nice. Gefährliche Orte. Fortschrittsbericht. Ah, da kann man dann schauen, ob man 100% hat, aber das wird hier kein 100% ran. Vielleicht werde ich das Spiel jetzt so privat 100%ieren. Je nachdem, wie mir das dann am Ende des LPs gefallen hat. Bisher macht es einen guten Eindruck, würde ich jetzt mal so sagen. Kann ich mich nicht beschweren, überhaupt nicht. Also sowas von der bin ich. So, dann können wir jetzt endlich wieder raus aus dem Wald. Sind wir eigentlich geheilt? Ja, okay, super. Dann können wir unterwegs auch noch ein paar Figuren, Monster mitnehmen. Ich glaube, wir haben ziemlich viel übersprungen und ich möchte natürlich so viel wie möglich erstmal ins Kreaturenkompendium machen, aber gut, wir sollten zumindest hier nicht speichern, aber zumindest, ich glaube, das wird dann als Checkpoint angesehen, also wenn wir jetzt sterben würden, könnten wir uns hierhin wiederbeleben lassen, auch wenn ich da nicht gespeichert habe, das ist immer ganz gut. Huch, andere Richtung bitte. Okay. Da oben ist ein Monster, was ich nicht kenne. Egal, gehen wir erstmal hier runter. Das sind auch genügende. Da zum Beispiel. Komm mal her. Dich da. Das hat nicht gereicht. Er war aufgeweckt. Schade. Rhinosaurus. Und dann nehmen wir natürlich gleich mal unseren Bekleider. Au. Okay. Mal gleich mal einen Schnitter. Why not, right? Oh, da kann man sicherlich gut leveln, weil man sich immer wieder alles heilen kann an den Punkten. Bam. Man möchte manchmal vielleicht fast den Kampf ein bisschen, Oh, das gab wenig Erfahrung. Okay, vergesst es mit dem Leveln. Dann halt nur für das Kreaturenkompendium. Ich wollte gerade sagen, man möchte den Kampf vielleicht etwas herauszögern, damit man sich wieder voll heilen kann. Durch den lieben Tropfen. Aber vergesst das. Es gibt ja einfach gar nichts an Erfahrung. Es lohnt sich da nicht zu leveln. Eine Flasche Quellwasser. Zumindest hoffe ich, dass es nicht lohnt. Aber die Kreatur haben wir noch nicht bekämpft, glaube ich. Deswegen, ja. Aber bei Ouroboros haben wir schon. Aber Fratzenspatz, glaube ich, noch nicht. Könnte mich da irren. So. Machen wir jetzt gleich Putsch. Bam. Nice, nein, 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 nice. Schöner Effekt. Ja, das lohnt sich nicht. Dann müssen wir 10 Monster auf bekämpfen, um ein bisschen aufzuleveln. Nope. Gut. Da sind sehr viele Monster hier. Lasst mich in Ruhe. Du erwischt mich eh nicht. Ich bin schneller. Nicht wirklich. Okay. Shit, das war eine doofe Idee. Gegner hat die Oberhand. Das heißt... Dreh dich um! Au. Okay. Ah. Au, au. Okay, ich kann mich bewegen, aber... Sonst nichts machen. Komm. Kein MP mehr da. Könntest du bitte ein bisschen MP rauswerfen? Köpfchen. Okay. So. Oh, das war leicht. Bam. Ja, sehr leicht. Okay. Ja. Gegner sind echt ein bisschen leicht für uns. Bam, bam, bam. Skop. Ha, jetzt hat es gar keinen Ausschlag gegeben. Oder ich habe den gerade übersprungen aus irgendeinem Grund. Na gut. Weiter geht's. Auf nach Katzenbüttel. Wir müssen es ja nicht unbedingt länger vor uns herziehen als nötig. Ach, der nicht. Aber ich habe mich noch, glaube ich, umgedreht, sodass es kein Überraschungseffekt war. Mähdrescher. Okay, das ist sowieso ein neues Monster. Das passt dann schon. Bam. Bäh. Huch. Nein. Das wollte ich nicht. Ha. So, mach mal fertig, bitte. Einfach, weil ich kann, nicht weil es sein muss. Wir machen ihn sowieso mit einem Schlag fertig, aber hey. Ach, damit. Wenn wir es schon können, dann können wir es halt. Right. Gut. Oh, ich bin sicher, hier auf der Oberwelt gibt es sehr viel zu entdecken. Ich frage mich, wann die Monster spawnen. Ob man das gut einschätzen kann oder nicht, weil das finde ich bei solchen Spielen immer ganz wichtig, dass die Monster... akzeptabel respawnen. Mal schauen, wie sie es hier machen. Weiß ich jetzt noch nicht. Werden wir sehen. Aber erstmal heilen wir hier jemanden. Ah, und das hier ist das Symbol für Herz teilnehmen oder sowas. Ah, ja, Parimoto ni wa moddotte hen yo ya na. Ne, Shizuku,
なんとかしてあげないと。ああ、オリバー。いつから説明したる。まずはやな。古の木の旦那にもろた、トレビンを使って、抜け殻人が奪われた心のかけらを集めてくれ。心のかけらって？じゃあから、人の心の一部のことや。人の心の一部？よくわからないよ。説明難しいな。やってみたらすぐわかんねんけどな。ひとまずやで。あの門番が失ってるのはやる気の心や。 それを探してきて与えたら、あいつは救われる。うん。でも、そのやる気の心はどこにあるの？ほれ、もう一人の門番見てみ？よっと。恐ろしいまでのテンションの高さやろ。あいつはきっとありあまるやる気を持ってるに違いない。あの、もう一人の門番からやる気をいただくん。わかった。やってみるよ。Wieso kann er nicht die Tür öffnen? Entschuldige bitte. Können Sie uns vielleicht einen Gefallen tun? Ich würde nur zu gerne, aber ich kann leider nicht. Ohne die Erlaubnis meines Kollegen darf ich das Tor nicht öffnen. Okay. Gut, wenigstens wird's erklärt. Auch darum geht es nicht. Wir würden nur gerne etwas von Ihrem Enthusiasmus borgen. Wenn du Enthusiasmus brauchst, davon habe ich genug. Nimm dir so viel du willst. Vielen Dank. Tröpfchen, wie kann ich den Enthusiasmus aus seinem Herz nehmen? Schau in deinem Buch auf den Seiten nach, die du von der ollen Baumheine bekommen hast, ja? Erst musst du den Zauber Herzempfang anwenden. Herzempfang, wie? Klar doch, okay. Huch. Sorry, so. Herzempfang. Huch. Ja. Ah, okay, ich muss es so machen. Oh, やる気をうまくゲットできたようやな。 ほな、次にそれを抜け殻人になっとる門番に渡すんや。うん、わかった。 Das könnte schöne Puzzles geben. Das wäre richtig cool, wenn sie das richtig einsetzen werden. Wir müssen diese Wache also den Enthusiasmus geben, den wir von ihrem Freund bekommen haben, oder? Genau, Olli. Diesmal brauchst du den Zauber Herz schenken. Ist klar, oder? Ich weiß, es klingt fast wie der andere, aber verwechsle die beiden bloß nicht. Keine Sorge, Tröpfchen. Herz schenken ist der zum Heilen von gebrochenen Herzen. Das kann ich mir merken. Also wenn du Herzschenken zauberst, dann musst du das Herzstück, das du ersetzen willst, aus deiner Fiole wählen. Gerade hast du eh nur eins drin, also könntest nicht mal du's vermasseln. Dann mal los, gib dem Torwächter seinen Enthusiasmus zurück. Okay, los geht's. Herzschenken. Ah, sehr schön. Wow, es gibt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Arten von Herzen. Herzenstypen oder ne, Emotionen? Was ist eigentlich Enthusiasmus? Ein Gefühlszustand? I don't really know. Oh, やったで成功や。うん。お、どうやら気がついたようやな。俺はどうしたんだ？なんで こんな。ああ、お前、もしかして正気に戻ったのか。ああ、なんか不思議な気分だ。心に突っかえていたものが取れたようなすっきり感だな。そうか、よかった。心配したんだぞ。今まですまなかったな。さて、体調も戻ったことだし、これまで以上に働かねばならんな。ならさっそく。 Super! Ich kann dir nicht genug danken, aber du bekommst sicher eine stattliche Menge Verdienststempel für deine Heldentaten. Verdienststempel? Was ist das denn? Du hast mir also geholfen, ohne an die Verdienststempel zu denken, die dir das, anbringen würden. Du hast aber eine Stempelkarte, oder nicht? Darauf kannst du die Stempel sammeln, die du erhältst, wenn du anderen aus dem Patsche hilfst. Solltest du noch keine Karte haben, dann statte dem Auftragsexpress hier in der Stadt einen Besuch ab und hol dir eine. Aber ich schweife ab, ich muss dieses Tor öffnen. Drauf wartet ihr doch, oder? Ja, bitteschön. Schick. Endlich kommen wir rein. Ja, finde ich auch. Die Episode ist schon am Untergehen, am Beenden. Katzenbüttel. Aber wir starten erstmal noch Katzenbüttel. Eventuell könnte das auch bedeuten, dass eine weitere Episode entsteht.
Bis endlich hier. Endlich ein Katzenbüttel. Jawohl. Jawohl, Olli. Zugeben, es waren ein paar unvergessene Hürden auf dem Weg. Aber Ende gut, alles gut. Und irgendwie wäre ich sowieso mit dir zum alten Baum, Henny. Alles klar. Die Jagd nach dem Zauberstab geht weiter. Der König hier kennt auch ein paar Zauber. Vielleicht kann er uns ein bisschen helfen. Ein echter König? Klar. Dann müssen wir wohl zu dem großen Palast dort, oder? Super. Speicherpunkt. Ja, das ist ein Kreaturendeckel, das ist kein Speicherpunkt. Okay, ich bin gespannt, wo es hier Speicherpunkte gibt, aber das schauen wir erstmal. Ich möchte das Ganze hier auch nicht rushen. Komm schon mal, was träumst du denn schon wieder? Da vorne ist das, okay. Okay, okay. Ha. おい、キョロキョロすんな。みんな珍しい服を着てるよ。珍しいのはお前の方じゃ。え、変だな。変だか。やだ。そんなに変かな。おい、その息の国の変な服は早いとこ着ないと。オリバ、行くで。うん。や? Wir meinen in einer anderen Welt ist, dann ist üblicherweise man selber der. Tut mir leid, Olli, egal wie modisch die Mutter will auch sind, mit den Sachen kannst du ja echt nicht rumlaufen. Sind meine Kleider echt so seltsam? Aber ich habe keine anderen. Dann müssen wir dir halt welche kaufen, oder nicht? Hier in Katzenburg gibt es eine Menge Läden, Mann. Einer von denen wird ja wohl Klamotten im Angebot haben, oder? Wahrscheinlich schon. Okay, suchen wir einen Laden, wo ich mir was zum Anziehen kaufen kann. Super. Dann schauen wir mal. Ich bin sicher, hier gibt es doch auch alles Mögliche. Da werde ich wahrscheinlich hin müssen. Ganz zufällig. Aber ich möchte mich noch etwas umschauen, ehrlich gesagt. Ach, da komme ich wieder hier hin, okay. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Kann ich hier eigentlich auch die Karte aufrufen? Nicht so, auf jeden Fall. Karte? Oder ich könnte auch einfach so speichern. Ja, das wäre zum Beispiel eine Idee. Ich Idiot. Ich brauche ja keine Speichersteine. Na gut, dann würde ich aber sagen, war es das soweit für diese Episode. Ach man, die wurden jetzt auch wieder länger. Egal. Falls euch gefallen hat, liken. Falls es euch gefallen hat, abonnieren. Natürlich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute.